Yes, was Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder ein bisschen anders als sonst. Und zwar habt ihr ja schon letzten Samstag ein ganz tolles Video bekommen von mir, wie ich Thomas ein richtig, richtig leckeres Frühstück gemacht habe. Ihr habt ja am Ende nicht mehr gesehen, wie wir das gegessen haben, aber das war so geil. Also wirklich irgendwie mal wieder etwas zu essen, bei dem man sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hat, was halt aktuell einfach ein bisschen blöd ist noch, gerade mit der ganzen Situation ohne Küche, sage ich mal. Genau, auf jeden Fall geht das Ganze heute weiter und zwar beschäftigen wir uns heute mal mit Thomas' Geschenk. Denn nein, das Frühstück war nämlich nicht das Geschenk. Aber das Geschenk ist so geil, dass ich mir gedacht habe, Leute, daran muss ich euch einfach teilhaben lassen. Weil ich hatte die genialste Idee ever. Also, und zwar habe ich mir da Folgendes überlegt. Da, wo Thomas ja immer aufnimmt, oder beziehungsweise wo Thomas eigentlich die ganze Zeit sitzt und auch jetzt streamt, dahinter ist einfach eine weiße Wand. Eine weiße Wand ist fucking langweilig. Das wissen wir alle. Und deswegen habe ich mir überlegt, das ist eine coole Idee, das irgendwie zu gestalten für Thomas' Geburtstag. Dann hatte ich einen richtigen Geistesblitz und zwar dachte ich mir so, yo, Brudi, warum nicht einfach einen Graffiti-Artist kommen lassen und da so ein richtig geiles Graffiti drauf machen lassen? Und dann habe ich mir auch überlegt, okay, ja gut, aber was könnte man dann dahin machen? Da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, so hey, vielleicht macht man das so weltallmäßig, weil auch sein Kanalbanner und auch diese ganzen Zeichen für diese Kanalmitglieder sind ja auch so kleine Kometen und so. Das Weltall findet halt Thomas sowieso ziemlich geil. Und deswegen dachte ich so, ja gut, passt auch gut in den Hintergrund. So schön irgendwie Weltall im Hintergrund so zu haben, wenn man streamt oder so, ist ja auch chillig so. Da habe ich mich auf die Suche gemacht im Internet nach jemandem, der das machen könnte und habe da jemanden gefunden. Und habe dann mit dem das Ganze bequatscht und der hat mir auch schon Entwürfe geschickt und alles. Und tatsächlich ist der heute auch oben im Büro und hat schon gerade angefangen. Ich würde vielleicht einfach mal zwischendurch immer wieder mal vorbeigucken und mal schauen, wie weit der so gekommen ist mit euch. Und ich bin auf jeden Fall dann richtig gespannt, was da am Ende rauskommt und was der da Schönes an die Wand zaubert, weil Digga, ich bin so aufgeregt, das wird so cool. Es hat halt auch ewig gebraucht, bis ich endlich ein Datum gefunden habe, wo Thomas halt einfach nicht da ist. Also glücklicherweise ist das erste Mal seit gefühlt 10.000 Jahren Thomas für den ganzen Tag weg. das musste man natürlich dann gleich ausnutzen. Genau, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hoch. Wir machen heute ein bisschen so ein Vlogging-Video, I guess. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt und ich hoffe, ihr seid auch. Und ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber dieser Kanal steht so kurz vor den 10.000 Abonnenten. Wir müssen es dahin schaffen. Zu den 10.000. Das wäre so crazy. Oh mein Gott, das wäre richtig crazy. Jeder, der nicht abonniert hat, kann gerne noch ein Abo da lassen. Ich würde mich mega freuen. Und ich habe auf jeden Fall Bock. Und ja, that's it. Wir gehen jetzt mal hoch. Ja gut, dann gehen wir mal hier in dieses schön mit Plastik ausgefüllte Büro. Sieht das nicht toll aus? Das ist Thomas' Geschenk, Leute, by the way. Plastikfolie überall. Nein, natürlich nicht. Wir haben hier guten Timo, der ist schön am Rumsprayen. Hier riecht es auch schon richtig, richtig schön. Super riecht es hier. Ich glaube, das wird richtig geil. Alter, das wird so cool. Leute, ist das nicht fett? Oh mein Gott. Gott, ich werde zum Vlogging-Channel, ey. Ich werde zum Vlogging-Channel. Ich sehe es schon. Richtig geil. Guck mal, hier so schöne Planeten. Das wird richtig cool. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, wie sich das im Laufe des Tages entwickelt. Wie gesagt, ich werde... Scheiße, ich filme mal wieder auf mich. Gott, ich kann so nicht filmen. Sieht man mich da überhaupt? I don't know. Egal. Ich werde auf jeden Fall im Laufe des Tages noch öfter mal hier vorbeikommen und gucken, was so abgeht. Ich bin auf jeden Fall gespannt und richtig excited. Der gute Thomas sollte jetzt jede Minute kommen und das Ganze ist jetzt auch schon fertig. Ich zeige es euch aber auch jetzt, würde ich mal sagen, erstmal, nachdem es der gute Thomas gesehen hat. Ich finde, es ist richtig geil geworden. Also wirklich, ohne Scheiß, ich finde es richtig geil, ich finde es richtig cool. Ich finde es einfach geil. Ich finde es einfach geil, Leute. Genau, das Ganze hat der gute Timo von Farbkombo gemacht. Und ich finde, der hat da echt geile Scheiße gemacht. Also folgt dem auch gerne mal auf Instagram oder schaut da mal vorbei und guckt, was der noch so gemacht hat. Also ich finde, der hat echt geile Scheiße hier gemacht. Und ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, wie Thomas das am Ende finden wird. Auch nochmal danke an alle, die geholfen haben, das Projekt zu finanzieren. Weil als ein Geschenk nur von mir wäre das dann doch ein bisschen zu teuer für mich allein gewesen. Ich finde es echt geil geworden. Ich hoffe, ihr findet es auch alle so geil wie ich. Und ich hoffe, Thomas findet das genauso geil.
Wie dann hoffentlich wir. Guck mal, wer da auf dich wartet. Okay. Oh. Den kennst du. Ja, so, also, du willst dein Geschenk sehen? Ja, gerne. Ich bin echt, Digga, ich bin so gespannt. Okay. Sophie hat sich ja mal mega drauf gefreut, mir das jetzt zu zeigen. Du, ich sehe gar nichts. Deswegen, ich bin so gespannt. Ich bin aber froh, dass es auch nicht schon fertig ist, dass ich dich jetzt sehen kann. Also, ich gehe jetzt gerade rückwärts eine Treppe hoch, das ist eine super Idee. Warte mal, warte. Weiter die Augen zu, gib mir mal, streck mal die Hand nach vorne. Bitte. Lohnt mich nicht über irgendwie Müll drüber oder so. Schwierig hier, ne? Well, ja. Weiterlaufen, weiter, noch ein Stück weiter. Weiter, weiter. Stopp, noch Augen zulassen. Ja, hab ich. Darfst die Augen aufmachen. Yo, das ist ja geil. Stark. Wer hat das designt? Also die Idee dafür war halt meine, aber das komplette Design, den Entwurf, das am Ende gemacht hat, der gute Timo von Farbkombo. Noch nicht anfassen. Ich weiß nicht, wie lange das braucht, um zu trocknen. Ich würde es heute noch nicht anfassen. Riecht voll geil. Bin ich ganz sicher, dass du das geil findest? Ich, ja. Ich stream jetzt gleich, ich werde wahrscheinlich high. Digga, ich habe voll Kopfschmerzen, weil das in der ganzen Wohnung so gerochen hat. Das ist richtig gut. Das ist richtig geil, oder? Mhm. Ich find's richtig cool. Happy Birthday! Ich will dich umarmen. Okay, alles Gute zum Geburtstag. Danke. Nochmal. Aber ist das nicht cool? Voll geil. Ist das nicht cool? Ich bin schon voll gespannt, wie das im Hintergrund aussieht. Ich auch. Ich muss dem Planeten einen Namen geben. Dann gib mal dem Planeten Namen. Das ist Otto. Okay. Ich muss mir dafür einen coolen Namen überlegen. Weil ich stelle mich mal hier, damit du ein schöneres Bild hast. Nice. Thumbnail. Let's go. Nice. Danke dir. Voll geil. Ich muss erstmal ganze Details lassen. Also, das Geschenk ist auch nicht nur von mir. Das Geschenk ist von noch von vielen anderen Menschen, bei denen ich weiß, ob ich die im Video erwähnen sollte. Deswegen mache ich das mal auf Camera gleich. Geil. Danke euch. Das ist sehr geil. Ja. Cool, ja, auch mit diesem, ja. Schatten. Ich finde es auch geil, wie er das gemacht hat mit dem Rand, wie er das gelöst hat, dass da das nicht so ein Klotz ist. Mit diesen Rundungen hier so, mit diesen. Ja. Na? Ja. Okay. Hat er alles echt nice gemacht. Passt ja voll zu meinem Kanal, ne? Ja. Ja, you get the point. Ich bin überrascht, dass er nicht den Hintergrund 1-2-1 abgemalt hat. Ja gut, das wäre ein bisschen lame gewesen, würde ich mal sagen. Voll geil. Die richtig gut gemacht auch. Ja, ne? Ich feiere die Kometen auch richtig scheiße. Das sind meine Favorites. Ich feiere, also am meisten feiere ich diese Sterne, weil da habe ich das Gefühl, da haben wir so einen Pinsel gegen geklatscht. Und das ist dann alles Graffiti. Das ist komplett Graffiti. Ja. Ach geil. Ja, das ist ein cooles Geschenk. Wirklich. Ich glaube, ich hatte selten irgendwie. Ich weiß nicht, ich feiere es richtig. Der ist aber richtig heftig hier. Ja, den habe ich auch voll gefeiert. Digga, du bist wieder aus dem Weg. Ja, das dachte ich mir. So, hä, als ob da noch so ein wieder Schweif außenrum ist, dann fällt uns auf, erst so, hä? Ja, ne? Ich habe tatsächlich, das war auch meine Reaktion. Und zwar, ich habe auch gesagt, die Kometen finde ich geil. Und ich habe auch direkt gesagt, den da oben, den kleinen, finde ich auch richtig geil. We have so much in common. Ja. Happy Birthday. So, Leute, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich freue mich auf jeden Fall. Schaut beim Thomas vorbei und vielleicht auch mal im Stream. Dann seht ihr auch den ganzen Hintergrund in Action. Und zu guter Letzt, haut rein.